Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum dritten Tutorial rund um meine Designs mit dem Namen Jackflocke. Genau. Im dritten Teil geht es um die Double Face Technik. Ich habe hier, wie ihr seht, ich bin jetzt gerade bei den Stulpen, schon das Brioche bzw. Patentbündchen gemacht. Wie ihr das stricken könnt, seht ihr in meinem letzten Video. Und habe jetzt auch schon die erste Zwischenreihe, in der wir alle Maschen verdoppeln, gestrickt. Wie das genau geht, seht ihr dann in der Anleitung. Und jetzt geht's zum Double Face Teil. Dafür brauchen wir natürlich wieder zwei Farben. Und das Double Face ist im Grunde so, dass man, das soll am Ende so ausschauen, dass man vorne die Hauptfarbe sieht und hinten die Zweitfarbe. Und wenn man es Muster strickt, dann wird das quasi verdreht. Genau, also das Muster kommt dann vorne in der Zweitfarbe heraus und wird sichtbar und innen drin quasi von der Erstfarbe. Ich hoffe, das war jetzt nicht so verwirrt erklärt. So, ich nehme dafür immer beide Fäden gleichzeitig auf den Fadenführungsfinger und hier ist der Rundenmarker, wie man sieht. Also wir sind jetzt wieder direkt am runden Anfang. Am Anfang stricken wir jetzt einfach nur eine Runde ohne Muster rundherum, damit wir einfach mal diesen Double Face Anfang haben. Und danach zeige ich euch auch noch, wie wir die Muster reinstricken. Aber erstmal, Double Face ist an sich nicht schwierig. Man braucht nur rechte und linke Maschen. Und somit fängt man, die erste Masche ist immer die Masche, die halt vorne sichtbar ist. Also Farbe A wird rechts abgestrickt. Und die zweite Masche ist dann die Masche, die wir hinten sehen wollen. Die müssen wir links abstricken. Dafür müssen wir aber beide Fäden vor die Arbeit nehmen. Durch die Masche durchstechen. Und dann aber nur die Farbe B durch die Masche ziehen. Und das ist eigentlich auch schon das Geheimnis. Erste Masche wieder rechts mit Farbe A und die zweite Masche links mit Farbe B. Allerdings nehmen wir beide Fäden mit nach vorne, damit die Fäden auch im Gestrick liegen und dann nicht hinten zu sehen sind und sich verkreuzen. Also erste Masche rechts mit Farbe A und die zweite Masche links stricken mit Farbe B und dabei achten, dass man immer beide Fäden mit nach vorne nimmt. Erste Masche rechts stricken mit Farbe A und die zweite Masche wieder beide Fäden nach vorne und mit Farbe B links stricken. Das ist vielleicht gerade am Anfang ein bisschen frickelig mit diesen zwei Fäden beim Linksstricken, aber mit ein bisschen Übung hat man das recht schnell heraus. Ich stricke jetzt schnell die erste Runde und soweit, bis ich zum nächsten Mustersatz komme. Ich zeige euch mal nur zum Beispiel einen Teil von dem Pattern und die erste Reihe ist jetzt hier unten und ich stricke jetzt soweit, bis wir hier zur ersten Schneeflocke kommen in der ersten Reihe und dann sehen wir uns wieder. Jetzt habe ich die erste Runde gestrickt und auch schon bei der zweiten Runde so weit gestrickt, bis jetzt hier im Muster die Schneeflocke kommt. Das sind jetzt in diesem Fall 23 Maschen, die einfach nur in der Grundfarbe gestrickt werden. Also vorne in Petrol in meinem Fall und hinten mit der Farbe Moos, also in dem Grün. Man sieht hier schon, vorne sieht man das Petrol und hinten erscheint jetzt auch das Moos. Genau. Wenn man hier die Zählmuster zählt, nimmt man übrigens immer die vordere und die hintere Masche als eine beim Zählen, weil man hier quasi hinten und vorne das gleiche Muster strickt. Man muss das halt quasi als doppeltes Gestrick sehen, deswegen hier auch Double Face. Genau. So, jetzt wollen wir hier diese Schneeflocke als nächstes, sprich, dafür lege ich mir die Fäden nochmal ordentlich auf die Hand. Und jetzt wollen wir, dass die Schneeflocke erscheint. Sprich, es muss vorne jetzt eine Masche grün sein und hinten die nächste Masche Petrol.
Dafür stricke ich jetzt die vordere Masche mit dem grünen Faden rechts ab und die hintere Faden wieder beide nach vorne neben beide Fäden. Die hintere Masche stricke ich jetzt mit dem petrolfarbenen links ab. Dann sind nach dem Strickmuster 3 wieder in der Grundfarbe. Also erste Masche wieder in der Farbe A und die hintere Masche mit Farbe B einmal, vordere Masche mit Farbe A, hintere Masche mit Farbe B zweimal und wieder vordere Masche mit Farbe A, hintere Masche mit Farbe B in links gestrickt dreimal. Also hier sieht man dann auch schon, wie sich das kreuzt. Bis hier war es noch normal gestrickt mit vorne Farbe A, hinten Farbe B. Hier springt es dann um. Vorne Farbe A, hinten Farbe B. Die nächsten drei Maschen sind dann wieder vorne Farbe A, hinten Farbe B. Und jetzt kommt der zweite Arm von der Schneeflocke. Wieder vorne mit Farbe B. In rechts gestrickt. Und hinten mit Farbe A links gestrickt und dann geht es wieder weiter mit Farbe A vorne und Farbe B hinten. Und so geht es dann auch dahin. Immer wenn schwarze Pünktchen sind, müsst ihr die Farben tauschen im Pattern. Und ja, so geht es voran. Natürlich mit dem ganzen Faden vertauschen, verdrehen sich die zwei Fäden miteinander und irgendwann muss man das auch wieder mal ausdrehen, indem man einfach die Knäuel hin und her wieder verdreht, dass die Faden wieder parallel liegen. Das muss man ab und an mal machen. Ich mache das meistens einmal, wenn ich eine Runde gestrickt habe, dann drehe ich das wieder aus. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen oder sonst was, schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über einen Daumen nach oben und teilt das Video auch gerne weiter, wenn euch das geholfen hat. Lasst gerne ein Abo da und wenn ihr das Design stricken wollt, dann werde ich euch das Design zum Kaul und auch zu den Stulpen, sobald sie erschienen sind, unten in den Shownotes verlinken. Und wenn du 1-2 Euro über hast, dann leg mir auch gerne was in meine Kaffeekasse, auch der Link findet sich unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich weiß noch nicht, ob das nächste Video ein Tutorial wieder wird oder eventuell auch mal wieder eine Podcast-Folge. Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall, ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken und beim Ausprobieren und viel Spaß beim Double-File-Stricken. Tschüss!